Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Fotovlog. Oh, wir sind wieder so pokales Wetter und ich bin wieder unterwegs. Diesmal unterwegs mit dem lieben Leon. Ihr kennt den Leon vielleicht. Das ist der Dude mit dem orangenen Jamaika Marco Pulli. Der hatte früher mal ein anderes Bike, eine RC 125. Aber inzwischen hat er ein größeres Bike. Zeit ist vergangen. Er fährt eine MT 07. Und jetzt brauche ich endlich nicht mehr Rücksicht auf irgendwie auf ihn nehmen oder so. Wenn ich mal beschleunige, hält er locker mit. Das ist eine saubere Sache. Wir fahren gerade Richtung Melle irgendwie so, keine Ahnung. Wir haben kein richtiges Ziel. Kleine Runde cruisen und ich dachte mal, oh, pauschal einfach mal die Kamera anschmeißen. Vielleicht wird es ja so interessant, dass man da ein Video rausmachen kann. Mal schauen. Und wenn nicht, dann halt, dann labere ich halt umsonst ein paar Selbstgespräche. Ist ja egal. Ich bin ewig nicht mehr mit Leon gefahren. Der hatte letztes Jahr hat er schon die MT-07. Aber ich bin seitdem nicht einmal mehr irgendwie dazu gekommen, mit ihm eine Runde zu drehen. Jetzt haben wir es natürlich geschafft. Endlich mal wieder eine Runde drehen, ey. Er hat leider keinen Sehner, deswegen kann ich nicht mit ihm quatschen. Für eine Aufnahme ist es jedoch besser, sag ich mal. Weil man dann nicht dieses wirre, ja, nur eine Person hört und dann checkt man einfach gar nichts. Hui! Meine Witzka! Ah, so ein schönes Bike, ey. Das macht so Spaß! So, fahren wir mal hier links. Ah, da kommt ein Trecker. Jo? Oder Meggis einmal. Können wir auch. Meggis. Doch nicht links. Meggis. Ja, Meggis, da war gestern. Gestern war da schon die Hölle los, ey. Da waren so viele Biker. Unnormal, so ein geiler Milchshake kann man sich da immer gönnen. Ist es das, was ich denke, was das ist? Ein Fluffel, Tuffel, Wuffel, Wuffel. Aber der war nicht ganz so fluffelig, aber ein wuffeliger Wuffel. Wisst ihr, was ich meine? Hundekenner wissen, was ich meine. Das ist eine bestimmte Rasse von Hunden, die nennt man so. Boah, bei Meggis war ich seit Ewigkeiten nicht mehr. Aber irgendwie auf das Essen habe ich im Moment auch gar keinen Bock bei Meggis, aber so einen gediegenen Milchshake, den kann man sich natürlich gediegen gönnen. So, Sportmodus rein. Ram, 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 ram. Oh, das Teil sieht so sexy aus vor dem MT-07. Die hat echt ein geiles Heck, muss ich ja schon sagen. Und der SC Project an dem Ding hört sich auch phänomenal an. So, jetzt habe ich den aggressiven Sportmodus drin. Der ist brachial. Ich mach den gerade wieder raus. Jetzt habe ich Rain-Modus drin. Ja, moin. Touren-Modus und drinnen. Es geht einfach während der Fahrt. Es ist einfach fantastisch. Man muss nur die Kupplung ziehen und dann da ein bisschen rumdrücken. Ich werde die ganzen Motorradhasser haben es richtig vermisst, die ganzen lauten Mopeds zu hören. Boah, pom pom. Das knallert immer so geil. Alter, einfach ein bisschen Rasen auf der Straße. Ein bisschen Gras, ein bisschen Marihuana. Soll ich mal mitnehmen, ein bisschen ticken? Ja, Geld machen. YouTube läuft nicht mehr, deswegen muss ich jetzt Rasen ticken. Unter Fachleuten nennen wir es Gras. Hört sich schon Töfte an, deine Maschine. Hört sich schon echt Töfte an. Geht. Ja, 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 ja. Die hat einen geilen Arsch. So, wir gehen rein. Bis gleich.
So, weiter geht die wilde Tour. Schön Milchshake getrunken. Man lobt sich. Man lobt sich? Was laber ich denn da? Man gönnt sich. Die catchen wir, sagt er. Ja, sicher. Das ist doch gar kein Problem. Oh, das kann ich nicht reinschneiden. Das kann ich nicht reinschneiden, den Scheiß. Dieser Sound ist amazing! Brrr.